Läuft? Läuft. Herzlich willkommen zurück bei Tiny Tinas Wonderland mit Fera. Und mit Bea. Hi. So, es geht weiter. In der letzten Folge haben wir das Dorf hier gerettet oder so. Und jetzt, wir machen die einfach Ruine weiter. Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch, Baby. Ich spüre die Präsenz des Dragonlords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette! Halt, halt, halt! Ich dachte, wir hätten den Dragonlord schon besiegt. Was? Das ist Ewigkeiten her! Weil er ein Nekromant ist, ist es echt schwer, ihn endgültig zu töten. Nach dem Kampf gegen ihn hat Arschlau seinen knochigen Arsch für Jahrhunderte in einem staubigen Grab eingeschlossen. Er wird ziemlich angefressen sein. Ich werde dein Gehirn fressen. Das ist nicht der. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Ich hab kein Gehirn, ich hab Intelligenz 4, lass mich. War es das so? Ach, bitte kein Gehirn aus meinen Schenken. Oben rechts auf dem Dach ist noch einer. Mhm. Kannst du mal aufhören da jetzt? Hilf nicht zu. Machst du mit Rechtsklick oder ohne? Ich sag mal mitmachen. Ich werde dein Gehirn fressen. Ich doch hier. Ich bin kein Zombie. Liegt eine Waffe? Bei mir? Na, die auf dem Weg lang. There you are, asshole. Da hinten. Noch eine Waffe gewesen. Ins Kiste? Okay. Hey. Da kommen noch mehr. Wieso nicht dein Leben vordrängeln? Aui? Aua! Asshole! Das ist dafür, dass ich dich anschauen musste. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Aua? Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Mach bitte keine Tasse aus meinem Schädel! Niemand schreitet mehr durch ihre Hallen. Zumindest niemand Lebendiges. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Ach, wie krass, der schmeißt da noch sein Ding dann. Warte. Ich hab gesehen, dass er was geschmissen hat. Ich hab nur gesehen. Sein Schild. Ich hab gesehen, dass er sein Schild auf dich gefeuert hat. Geschmissen. Oh. Hier unten. Oh, was steht da auf eurem Pergament? Wahrlich, es ist ein Gedicht. Der Autor wäre sicher froh, es zurückzubekommen. Ein Gedicht? Wir haben eine Nebenquest sozusagen. Hey. Eine Bannerfarbe bekommen. Ich habe nicht gesehen, was Wenn ich bekommen Wenn man mehr habe. Als eine Schusswaffe hat, kann man wechseln. So bleibt es bekannt. Wie Currywurst. Also, Tina, darf ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Nein, 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 nein,
Tina spielt nicht, klar? Aber keine Sorge, ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. Ich, als Dan vorhin was Komisches geschrieben hat. Oh, Nachtschatten des Würgers. Okay. Nessel des Flusses. Bei mir heißt es nur Nachtschatten. Daumenfluch habe ich auch noch. Schierling des Waldes, Nessel des Waldes, Fingerhut der Himmel, Nessel des Fischadlers. Karma des Untergangs, Hacke des Untergangs, Dorn. Bannerfarbe Vollmond. Ja, die musst du einmal auch eine Bannerfarbe bekommen. Obviously. 19 Schaden. 18. Dann nehme ich doch jetzt die Hacke des Untergangs. Mhm. So. Du hast 18 Schaden, Grüngrad. Und der Daumenfluch hat 16. Läuft ein klappriger Bogenschütze rum. Gut. 75% Zielgenauigkeit, 66%. Mich mal eben neu ausgerüstet. Oh. Ist denn da Gegner? Ja. Weg von mir, Schleimer! Du bist so feucht! Was schon? Du hast Freunde mitgebracht, wie? Das wird nicht reichen. Du hast keine Chance. Ist das das hier? Auf dieser Welt ist kein Platz für Schwäche. Muni, nehme ich alles. Take it all, take it all. So was. Neffe Munition. Echt? Der Glücksfaktor steigt. Geld und ja. Hast du den für mich jetzt auch aufgehoben? Ja. Kammer des Untergangs und Fee, beides aber grau. Ich hab erstmal mitgenommen. Ich das auch mal. Wir haben noch mit aus. Can I? Balls in your jaws. Kennst du das? Nein. Kann ich verstehen. Ich bin mal bei einem Streamer, der heißt der Jule. Mein Fußknochen passt genau auf deinen Arschknochen. Warte, was? Das wird niemals langweilig. Vor meinen Augen. Dein Gesichtsausdruck. Der Thronsaal von Burg Peinstein ist staubig und verdammt heruntergekommen. Die letzte der Peinsel-Linie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würden sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es. Schnapp dir das Zauberbuch. Ich liebe es. Magiehagel. Drei Projektile pro Zauber verlangsamen Feinde. Magie, ja? Das wird lustig. Mit dem Zauberbuch ausgestattet, beherrscht ihr jetzt den Frostzauber darin. Und
Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So, wie kommen wir jetzt in die Gruft hinein? Hier muss doch irgendwo ein Eingang sein. Er ist versteckt. Man muss da runterspringen. Ach. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Die Bodenbretter des Thronsaals wirken vermodert und morsch. Aber ist immun gegen... Schmetterzeit! Die knochentrockene Luft der Gruft steigt euch in die Nase, während ihr euch in die Tiefen unter der Burg hinabstürzt. Sie riecht nach altem Gemäuer und noch älteren Geheimnissen. Peinstein, Schriftrolle. Eine Herzogin zu sein ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Weißt du was? Diese Falle. Diese Lande sind scheiße. Mir reicht's. Nur noch eine Mahlzeit. Und ich ziehe in die Hauptstadt. Das Essen ist aber echt gut. Ihr hört ein lautes Grollen und schallendes Gelächter überall um euch herum. Oh, jetzt. Böse Lache, ja? Das kann ich auch. Na, was sagst du jetzt? Ich hab's gefunden! Ein Grab in einer Gruft! Das perfekte Versteck! Ich komme, mein dunkler Herr! Er wird den Dragonlord wieder erwecken! Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir wollen! Wir jetzt auf, wir müssen da irgendwie rein! Oh, unangenehm widerspricht. Wir müssen uns an die Tür halten, okay? Nicht der Rede wert. Mein Gott, die Waffe ist ja Hammer. In eurem Verstand, in eurer Seele. Sie fragt, wer bist du? Schicksal soll ich bringen. Das war eine kluge Antwort, Mabel! Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragonlords zerbröckelt! Das Wiedererweckungsritual hat begonnen! Hast du da hinten schon wieder? Hier waren Würfel und hier sind Waffen. Deswegen stehe ich jetzt gerade hier, dass du immer herkommen kannst. Ich glaube tatsächlich, ich muss den Verband an meinem Finger abmachen, weil ich nicht fühle, welche Taste ich drücke. Oh, wir haben ein Level-Up bekommen. Was geht's? Ach ja, muss ich den auch mal vergeben. Irgendwie immer noch nicht verstanden, wo die ganzen Dinger drauf sind. Wo die was? Wo die ganzen Zauber und so drauf sind. Ich. Ach, auf P ist der Fotomodus. Ja. G und F. Du hast keine Chance. G und F. Nice. Also, ich mach mal ganz kurz meinen kleinen Verband hier ab. Damit ich auch fühle, auf welche Taste ich da drücke. Mhm. Nur im Pflaster sollte es eigentlich gehen. Nee, Pflaster muss auch ab.
Naja, ab mit dem Pflaster. Passt schon. Oh, jetzt habe ich auch wieder ein Gespür in meinem Finger. Fantastisch. Oh Gott, schießt die ganzen Trümmer mit. Ups. Bosskampf! Ich habe ein spezielles Figürchen für den Kerl. Einen Moment. Einer der ergebensten Untoten des Dragonlords erhebt sich vor euch. Es ist Ribola! Initiative Ruf! Nice. Erzittere, oh Ribola! Ich erzittere nicht. Ich erzittere! Tritt ihm in den Arsch, Neuling! Das wäre also erledigt. Aui? Weißt du, wie man sich heilen kann? Nano? Nicola, geh mal. Achtung! Er kommt wieder zu dir. Hab ihn kritisch erwischt, jetzt ist er hinter mir her. Funktioniert immer wieder! Hinter dir? Dein Bursche ist der Aufgabe nicht gewachsen, Dragon Lord. Es ist noch Zeit. Ihr könnt den Dragon Lord noch wegsperren, bevor er. Hab ihn geleert. Erstmal looten. Ich nehme einfach alles, was das ich nehmen kann. Wächter des Fonds? Okay, nee, den brauche ich. Du guckst sie sogar an, was du aufnimmst? Ja, klar. Nee, das meine ich. Mir ist egal, was ich habe. Hauptsache, ich habe. Oh! Langsam fallen wir. Ach du Scheiße. Entschuldigung! Der Dragon Lord ist frei, ihr Loser! Sehr gut. Ob du mir ist das egal. Das ist gut. Ja, nein, vergiss es. Komm schon. Der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Bye, bye. Oh, verdammt! Er ist entkommen! Wir müssen ihn verfolgen! Ich will diese Bossbeute! Oh, was ist das denn, Lilanus? Heck, ist das Rückprallz? Okay. Merke ich nicht. Spukhydra. Kritische Chance. Jetzt gerade habe ich Magiehandel. Habe ich jetzt gerade Schaden bekommen? Nö, ne? Nö. Ich habe bei mir noch einen zweiten Zauber, den ich irgendwie auf E und F jetzt nicht benutzen kann. Oh, das ist cool. Gehen soll. Okay, cool. Weiter? Weiter. Gut.
Die Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin? Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Königin Arschgaul abgesehen. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Drachenfuß reisen. Welche ist die, die ich ausrüsten soll? Keine Ahnung. Die, glaube ich. Okay. Wie? Yes, die ist das. Frostschaden von... keine Ahnung. Von deiner eigenen Waffe. So ein Scheiß. Das sind von... ich Oberwelt. Diesen wunderschönen Ausblick. Takt gedrückt. Die Reise ist abgebrochen. Bist du gereist? Bist du gereist? Nee, cool. Nee. Gut, dann ja, mit diesem wundervollen Ausblick beenden wir die Folge. Die Folge beendet. Ja, bis zum nächsten Mal mit Bea und mir bei Tiny Tinas Wonderland. Wonderlands. Wonderlands, ja. Bis dann. Tschüssi.